你好，我亲爱的朋友们 ，Hallo meine lieben Freunde， 我现在在哪儿 ？Wo bin ich gerade？ 谁知道 ？Wer weiß es？我在 Tiergarten Schönbrunn。Ich bin im Tiergarten Schönbrunn。顺便说说，离这里不远，就是著名的 Schloss Schönbrunn。但是，我们将在下一次参观城堡。谁了？现在我想告诉你们一些关于Tiergarten Schönbrunn的事儿。Jetzt erzähle ich euch ein bisschen etwas über den Tiergarten Schönbrunn。动物园顺鹏坐落在维也纳第十三区。动物园由 Franz Stephan von Lothringen 皇帝Maria Theresia 的丈夫整理于1752年，他的儿子 Joseph 二世皇帝在世界各地游览，并给动物园收集各种奇异的野生动物，是这个公园的建筑师。是 Jean-Nicolas Chadot de Vie ici。在1828年，动物园顺鹏接收了第一只长颈鹿，它是埃及总督的礼物，这改变了维也纳人的生活。当时流行的是长颈鹿，有和长颈鹿相关的衣服、音乐、香水和配件。Quatsch！ 还有很多其他的动物，我们可以简单的看看。Es gibt aber noch viele andere Tiere, die wir uns ansehen können. Geparden. Löwen.Das ist süß. Tiger. Faultiere.Flamingos, Bären, Jaguare, Elefanten,顺便说说大象。Apropos Elefanten.第一批大象被带到动物园在1770年，在1906年7月14日第一只小象降临，当时有一个很大的庆祝活动。
次世界大战的时候，动物园已经有了3500只动物。在二战结束的时候，只有400只动物了。在2003年5月，动物园顺鹏迎来了2只从中国来的大熊猫杨洋和龙慧。2007年8月23日，第一个无人工受精的熊猫宝宝诞生了。他的名字叫富龙，他在2009年回到了中国。你们知道吗 ？Vistevas， 现在我想给你们尝试水族馆。Jetzt zeige ich euch noch das Aquarium。一个很好的机会，我们来学习颜色。Eine gute Gelegenheit, die Farben zu lernen. Orange, 橙色。Orange, gelb, 黄色。Gelb, blau, 蓝色。Blau, schwarz, 黑色。Schwarz.印象深刻，是不是 ？Sehr beeindruckend, nicht wahr? Grün, 绿色。Grün, grau, 灰色。Grau, braun, 棕色。Braun, rot, 红色。Rot, weiß, 白色。Weiß.这么多不同的鱼 ，so viele verschiedene Fische。来吧，跟着我进水晶球。Kommt, folgt mir ins Terrarium。你好，我的朋友 ，Hello, my friend， 请享用 ，Guten Appetit。哦，是的，我还要向你们尝试 Polarium。Ich muss euch noch unbedingt das Polarium zeigen。它于2004年开放。从2014年开放了 Franz Josef Land， 它是专为北极熊修建的。在这里非常冷，让我们去一个温暖的地方。Hier ist es ziemlich kalt. Gehen wir lieber an einen wärmeren Ort. 现在我们是在热带雨林的房子里。Jetzt sind wir im Regenwaldhaus. Gut, 非常的热。Hier ist es sehr heiß.
这儿真的让你们感觉像在丛林中。Hier fühlt man sich wirklich wie im Urwald. Hier gibt es viele interessante Tiere und Pflanzen. Hier gibt es viele interessante Tiere und Pflanzen.哦，这么晚了吗？说白了，我希望你们喜欢我们的动物园之旅。Ich hoffe, dass euch unser Ausflug in den Tiergarten gefallen hat. Jetzt habe ich großen Hunger. Roh, Fleisch. Bu. Ich denke, wir sollten alle weniger Fleisch essen. Roh.Die Fleischproduktion ist für die Umwelt leider sehr schädlich. Und zu viele Tiere sterben einen grausamen Tod. Darum esse ich jetzt Gemüse, denn das ist gesund und schmeckt köstlich. Jetzt bin ich satt. Jetzt gehen wir nach Hause und lernen Deutsch.现在我们开始一些短句。Beginnen wir gleich mit ein paar kurzen Sätzen. Sätze. Der Hund ist jung. Der Hund ist jung. 狗是年幼的。Der Hund ist jung. Die Katze ist alt.Die Katze ist alt. Mao shi lao de. Die Katze ist alt. Die Maus ist klein. Die Maus ist klein. Lao shu shi xiao de. Die Maus ist klein. Der Elefant ist groß.Der Elefant ist groß. 大象是大的。Der Elefant ist groß. Der Gepard ist schnell. Der Gepard ist schnell. 猎豹是快的。Der Gepard ist schnell. Die Schildkröte ist schnell.Langsam. Die Schildkröte ist langsam. Ugui shi man de. Die Schildkröte ist langsam. Der Löwe ist stark. Der Löwe ist stark. Shizi shi jiang da de. Der Löwe ist stark.Die Antilope ist schwach. Die Antilope ist schwach.
羚羊是弱的。Die Antilope ist schwach. Die Ameise ist fleißig. Die Ameise ist fleißig. 蚂蚁是忙的。Die Ameise ist fleißig. Das Faultier ist faul. Das Faultier ist faul. 树獭是懒惰的。Das Faultier ist faul. 这不是很难，对不对？Das war nicht besonders schwierig, richtig? 现在到了语法。Jetzt kommt Grammatik. Hurra! Grammatik. 我们来学习动词工作 arbeiten 的变形。Jetzt konjugieren wir das Wort arbeiten. Arbeiten.Ich arbeite. 我工作。Ich arbeite. Du arbeitest. 你工作。Du arbeitest. Er arbeitet. 他工作。Er arbeitet. Sie arbeitet. 他工作。Sie arbeitet. Es arbeitet. 他工作。Es arbeitet. Wir arbeiten. 我们工作。Wir arbeiten. Ihr arbeitet. 你们工作。Ihr arbeitet. Sie arbeiten. 他们工作。Sie arbeiten. 这是那么容易。现在我们练习一些跟动词 arbeiten 有关的句子。Und weil das jetzt so einfach war, üben wir gleich ein paar Sätze mit dem Verb arbeiten. Sätze.Ich arbeite sehr viel. Ich arbeite sehr viel. 我工作很多。Ich arbeite sehr viel. Du arbeitest zu wenig. Du arbeitest zu wenig. 你工作的太少。Du arbeitest zu wenig. Hans arbeitet in einer großen Bank. Hans arbeitet in einer großen Bank. Hans 在一家大银行工作。Hans arbeitet in einer großen Bank. Karin arbeitet auf einem Bauernhof. Karin arbeitet auf einem Bauernhof. Karin 在一个农场工作。Karin arbeitet auf einem Bauernhof. Das Mädchen arbeitet in der Fabrik. Das Mädchen arbeitet in der Fabrik. 女孩在工厂工作。Das Mädchen arbeitet in der Fabrik. Wir arbeiten gerne im Büro. Wir arbeiten gerne im Büro. 我们喜欢在办公室工作。Wir arbeiten gerne im Büro. Ihr arbeitet von Montag bis Freitag. Ihr arbeitet von Montag bis Freitag. 你们从星期一到星期五工作。Ihr arbeitet von Montag bis Freitag.
Sie arbeiten nur dann, wenn es ihnen Spaß macht. Sie arbeiten nur dann, wenn es ihnen Spaß macht. 他们只在他们想工作的时候工作。Sie arbeiten nur dann, wenn es ihnen Spaß macht. 现在我们练习一些有用的祝福。Und jetzt lernen wir noch ein paar nützliche Glückwünsche. Glückwünsche und mehr. 如果有人生病了，你们说 Gute Besserung. Wenn jemand krank ist, sagt man Gute Besserung. Gute Besserung. 快点好起来。Gute Besserung. 如果有人生日了，你们说 Alles Gute zum Geburtstag. Wenn jemand Geburtstag hat,sagt man alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. 生日快乐。Alles Gute zum Geburtstag. 如果有人去度假，你们说 schönen Urlaub 或 gute Reise. Wenn jemand auf Urlaub fährt, sagt man schönen Urlaub oder gute Reise.Schönen Urlaub. 假期愉快. Schönen Urlaub. Gute Reise. 一路平安. Gute Reise. 你们也可以祝好运，祝成功或祝快乐. Man kann anderen Menschen aber auch viel Glück, viel Erfolg oderviel Spaß wünschen. Ich wünsche dir viel Glück. 祝你好运。Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Erfolg. 祝你成功。Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Spaß. 祝你玩得愉快。Ich wünsche dir viel Spaß. 如果你们喜欢一个人，你们说 Ich liebe dich. Wenn man jemanden sehr gern hat, sagt man Ich liebe dich. Ich liebe dich. 我爱你。Ich liebe dich. 如果你们不喜欢一个人，你们说 Ich hasse dich. Wenn man jemanden überhaupt nicht mag, sagt man Ich hasse dich. Ich hasse dich. 我恨你。Ich hasse dich. 但这句话很少用。Aber diesen Satz braucht man nur ganz selten.感谢你们的收看。Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. Der Tiergarten Schönbrunn befindet sich in Wien und zwar im 13. Bezirk. Der Zoo wurde 1752 unter der Herrschaft von Kaiser Franz Stephan von Lothringen, dem Mann von Maria Theresia, gegründet. Sein Sohn, Kaiser Josef II., organisierte Expeditionen auf der ganzen Welt und fing exotische Tiere für den Tiergarten. Der Architekt dieser Parkanlage war Jean-Nicolas Chadot de Vie-Issé. 1828 erhielt der Tiergarten Schönbrunn seine erste Giraffe. Diese war ein Geschenk des ägyptischen Vizekönigs. Dies beeinflusste das Leben der Wiener stark. Plötzlich war es modern, à la Giraffe zu sein. Es gab Kleidung, Musikstücke, Parfums und Accessoires à la Giraffe.
Der erste Elefant wurde 1770 in den Zoo gebracht. Am 14. Juli 1906 kam der erste Babyelefant zur Welt. Das wurde natürlich groß gefeiert. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs gab es hier im Tiergarten ungefähr 3500 Tiere. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nur noch 400 Tiere. Im Mai 2003 erhielt der Tiergarten Schönbrunn zwei chinesische Panda-Bären, Yang Yang und Long Hui. Am 23. August 2007 wurde das erste Panda-Baby ohne künstliche Befruchtung geboren. Sein Name war Fu Long. Er wurde im Jahr 2009 wieder nach China gebracht. Im Regenwaldhaus gibt es viele interessante Tiere und Pflanzen. Das Polarium wurde 2004 eröffnet. Seit 2014 gibt es das Franz-Josef-Land, das speziell für die Eisbären gebaut wurde.